Jusen und Josen, euer Rhee hier und mein herzliches Beileid, dass ihr eingeschaltet habt zu Rhee am Heute. Hey, hallo Freunde, hier ist euer und ihr schaut Rhee am Heute. Er lädt euch wieder ein, dabei zu sein, denn er zeigt euch seine Beute, yeah. Viel Spaß. Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ich habe ein paar Pickups, die ich euch gerne zeigen möchte. Von vor zwei Wochen, auf dem, seitdem ich das letzte Mal auf dem Flohmarkt war. Bevor ich dazu komme, aber ein kleines, ein bisschen Hintergrundwissen, Background von mir. Ihr habt sicherlich gemerkt, am Wochenende ist kein Video gekommen. Das hat folgenden Grund. Ich war in der Heimat und habe meine Mutter besucht, denn sie hatte Geburtstag. Und ich war aber fix und alle. Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub und ihr kennt das vielleicht, wenn man im Urlaub ist, dann kommt man in diesen Trott, man schläft länger, also man geht später ins Bett, schläft länger und ich hatte Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Sonntag, Samstag, Samstag auf Sonntag, musste ich immer an allen Tagen recht früh raus, bin aber nicht in meinen Trott gekommen, früh einzuschlafen. Sprich, ich war einfach todmüde, ja. Und naja, auf jeden Fall nach am Samstagmorgen in aller Herrgottsfrüh nach zwei Stunden Schlaf aufgemacht, in die Heimat, 200 Kilometer meine Mutter besuchen. Wie gesagt, sie hatte Geburtstag, bin angekommen, hab mit ihr gefeiert, hab meine Nichte, ihre Tochter zum ersten Mal kennengelernt und in den Armen gehabt. Oh, das ist eine süße, süße Maus. Und ja, danach bin ich zu meinem Homie Manuel Urbanek, den ihr aus dem letzten oder einen der letzten Podcasts kennt, der Regisseur von Le Volle Die 2. Da durfte ich mir bei ihm zu Hause in sattem 5.1 Le Volle Die 2 anschauen. Komplett. Und geil. Ich freue mich, wenn der jetzt dann am 30.11. im Kino landet. Erstmal in Landau und dann schauen wir weiter, wie und wo er noch zu sehen sein wird. Am 1.11. ist übrigens im Universum Kino Landau Vorverkauf von den Karten. Wer das noch nicht mitbekommen hat, wer vielleicht Bock drauf hat. Ja, dann war ich noch bei meinem Homie Spiz und dann war auch schon nachts um 12, 1 und dann bin ich zu meiner Mutter nach Hause, habe mich ins Bett gelegt, bin um 9 aufgestanden, also ich hatte irgendwas mit 6 Stunden Schlaf, das erste Mal seit 3 Tagen. Dann aber wieder nach Hause gefahren und auch der Sonntag auf Montag irgendwie, also ich war Sonntag, ich war einfach Pille und alle. Ich wollte eigentlich früher nach Hause fahren, damit ich das Video machen kann, wurde aber nichts. Und ja, deswegen heute das erste Mal bisschen Schlaf bekommen und deswegen fühle ich mich jetzt fit genug, dieses Video zu machen. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ah, Pickups. Ja, wie am Anfang des Videos schon gesagt, war ich vor zwei Wochen am Wochenende das letzte Mal auf dem Flohmarkt. Da war ich zusammen mit dem Basti, den ich vor kurzem kennengelernt habe. Wer die Story noch nicht kennt, schaut euch das vorletzte Video an. Die traurig schöne Geschichte der zerbrochenen Castlevania Disc oder irgendwie, wie ich es so genannt habe. Ich lasse gerne nochmal einen Kommi, den Link in der Beschreibung, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, ein bisschen was gefunden auf dem Flohmarkt. Höllisch viel Konkurrenz, wie immer. Das erste, was ich aber gefunden habe, und keine Ahnung, die fliegen mir gerade wie sonst was ins Haus, für 3 Euro einen Move Controller. Und das ist ganz cool, weil diese Move Controller, die kann ich im Games Store hier in Nürnberg für einen 10er eintauschen. Also, ne? Für. Und dann, also als Store Credit gibt es dafür einen 10er. Und für 3 Euro nehme ich ihn natürlich mit. Dann ein paar Stände weiter. Gab es 2 Geschichten für zusammen 3,50 Euro. Und das wäre zum einen dieser Switch-Griff. Da waren jetzt natürlich nicht die Joy-Cons drin. Das sind jetzt meine roten von meiner Konsole. Aber ich fand das Rot halt cool. Und für die paar Euro, für die paar Cent, also für, weil es 2 Artikel sind, 1 Euro, ein paar zerquetschte quasi, kann man sagen, habe ich dafür bezahlt. Ein ganz cooler, ganz simpler Griff. Leider natürlich ohne, den suche ich nämlich immer noch, ohne diesen, ja, den Griff zum Aufladen der Joy-Cons. Aber wie gesagt, fand ich cool, war da gelegen. Und was noch da gelegen war, war noch was Rotes. Und zwar
einen Zapper. Ja, die meisten natürlich da draußen kennen ihn, die etwas jüngeren Zuschauer eventuell nicht. Das ist der rote Zapper, den nutzt man auf dem NES, um Lightgun-Spiele wie zum Beispiel Duck Hunt zu zocken. Ja? Es gab zwei Varianten von diesem Zapper, und zwar der rote hier und der graue. Und wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, die Amis hatten, glaube ich, ganz kurz auch den grauen und dann, oder auf jeden Fall kam ziemlich schnell das Gesetz, der sieht, und das muss man sich mal vorstellen, in Amerika, der sieht zu echt aus, der sieht, ja, da muss man was machen, und somit haben die Amis dann quasi den hier bekommen. Ich kann mich auch erinnern, da wir auch zwar in Deutschland gelebt haben, mein Vater aber über die Armee, die NTSC, NES im Haus hatte, pipapo, hatten wir auch trotzdem, dass wir in Deutschland waren, hatten wir den roten Zapper. Also, wie gesagt, ganz cool. Für 3,50 Euro quasi den Zapper und die zwei, den Griff hier. Chillig. Ja, dann sind wir noch auf zwei weitere Flohmärkte gegangen. Auf dem einen gab es gar nichts. Und auf dem dritten Flohmarkt, auf den wir eigentlich, denke ich, zuerst hätte sein sollen, weil da gab es im Gegensatz zu den anderen wesentlich mehr, auch wenn dann auch viel überteuert war. Ich sag mal, also ich habe zwei Stände gesehen mit jeweils Game Boy Classics und die, was ist los mit den Leuten? Die wollten, der eine wollte 80 Euro und dann haben wir uns schon an den Kopf gefasst und haben gedacht so, ja. Daumenkrieger. Sorry, ich mach gerade ein Video, Mann. Ja, wie gesagt, der eine wollte 80 Euro und dann haben wir uns schon gesagt, so, ja, okay, das ist so ein Sonntagskollege, der hat, keine Ahnung. Aber wir haben tatsächlich ein paar Stände weiter noch ein Game Boy Classic gesehen für 85 Euro. What? Also, nee. Auf jeden Fall bin ich an einem Stand vorbeigekommen, zu einem Verkäufer, den ich vor ein paar Wochen schon mal gesehen habe. Ein Privatverkäufer, der seine Sammlung langsam los wird. Einmal geht es. Und wenn ihr mich seht, ich glaube, ihr kennt meinen Channel, Servus. Und ich glaube, das Ganze hat auch ein bisschen mit seiner Freundin zu tun, die sehr cool war übrigens. Ja, sehr, sehr cool. Ist halt, wie es ist, ne? Auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr cooler Typ. Sehr cooles Pärchen. Und mit ihm, wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich schon mal was bei ihm gekauft. Ein Stack NES Games zu einem super Kurs. Man kann immer schön mit ihm handeln. Etc. etc. Und wie gesagt, ich kam ein bisschen spät. Die guten Sachen, hat er gesagt, hat er schon verkauft, wobei er noch einiges an NES-Games da hatte, aber alles Sachen, die ich schon hatte und pipapo, wo ich nichts gebraucht hatte. Drei Sachen habe ich jedenfalls von ihm mitgenommen für zusammen 35 Euro und das ist alleine gerne dieses Spiel hier wert. Und damit fange ich auch mal an. Und zwar ist das Probotector The Return of The Evil Forces, also Probotector 2, das ist der zweite Teil auf dem NES und es spielt sich an für sich genauso wie der erste. Man spielt Roboter, die Aliens bekämpfen müssen. Und das habt ihr schon 100-mal gehört, der US-Ableger Contra ist 1:1 das gleiche Spiel, nur da spielt man das mit Menschen. Ja? Bei uns hat man halt, ja, Roboter bekommen. Bei uns bekommt man die echteren aussehenden Waffen in Form von dem grauen Zapper, aber wenn es dann um wirklich irgendwie Leute abknallen geht in einem Spiel, kriegen wir halt natürlich Roboter. Nichtsdestotrotz macht dem Spiel Spaß, da keine Dämmung, sage ich mal. Ist auf jeden Fall ein Classic. Auch wenn ich beide Teile niemals durchspielen werde, ich bin da einfach dann zu unskilled, beziehungsweise früher hat man so Spiele natürlich öfter mal durchgespielt, weil man einfach nichts anderes hatte und am Ball bleiben konnte eher. Und jetzt hat man so viel und lässt sich leichter ablenken und spielt dann doch mal was anderes. Und ihr kennt das alles, ja? Auf jeden Fall gab es Probotector 2 Return of the Evil Forces. Dann gab es, und das hatte ich schon mal auf der PS4, Red Rogers Radical Reggie Edition. Hatte ich aber abgegeben damals. Es ist ein cooles Spiel. Ja, man spielt diesen Red Rogers sozusagen. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang,
wird man, man zockt, ja, so eine NES-aussehende Konsole und wird ins Spiel reingezogen und ist da mit seiner Konsole quasi, der, wie ich glaube, Rusty hieß die Konsole, die hat man so umgeschnallt und das ist, und sie dient auch als Waffe, also der, man hat da auch den Art Zapper dabei und sie dient als Knarre. Hier und da gibt es ein paar Upgrades, kurzzeitige Upgrades für die Waffe, pipapo. Was mich damals ein bisschen aber gestört hat, war, man, ach, es ist ein relatives, und dazu kommen wir jetzt auch gleich, aber es gibt einfach diese Spiele auch, ja, so Castlevania, Metroidvania Games, also Spiele, die viel Backtracking erfordern, so wie dieses Spiel auch, beziehungsweise es ist jetzt nicht so viel Backtracking, sondern die Levels sind riesig. Es ist ein 2D Jump'n'Run mit Shooter-Elementen, sage ich mal, also ja, Run-and-Gun-ish. Und es ist nicht so ein Mario Jump'n'Run von links nach rechts, sondern man muss wirklich das ganze Level erforschen. Man muss nämlich 4 Puzzleteile finden, um das Level zu abzuschließen. Und das kann ein bisschen frustriert sein. Man bekommt keinerlei kleine Karte, wo man schon war, oder je nachdem. Man muss wirklich alles gründlich absuchen. Bin ich nicht so der Fan von, aber für die Switch und für, ja, wie gesagt, in dem 35-Euro-Paket lasse ich nicht liegen. Stelle ich mir auch gerne in die Sammlung rein. Ich werde es definitiv auch mal wieder anzocken. Es war ein gutes Spiel, bis auf dieses manchmal längere Rumgesuche. Absolut top. Schön gemachtes Spiel. Artstyle ist cool, sehr bunt. Und ich habe es auch nur mitgenommen, weil, wie gesagt, ich hatte es schon auf der PS4. Habe es wieder abgegeben. Das ist ein Spiel, was meiner Meinung nach auf der Switch gespielt gehört. Ja, weil für mich ist die Switch eine, wie gesagt, nicht nur eine Konsole, aber auch in zweiter Linie eine geile Handheld-Konsole und Jump'n'Runs, / Run'n'Guns im Handheld-Modus unterwegs zu zocken, ist einfach nur geilo. Ja? Red Rogers, auf jeden Fall zu empfehlen. Dann gab es noch ein Spiel, was ich noch nicht so oft auf dem Flohmarkt in Gameboy-Form gesehen habe. Ihr kennt das, wenn ihr auf dem Flohmarkt seid. Man findet hier und da immer wieder Gameboy-Spiele, aber es sind immer wieder die üblichen Verdächtigen. Und hier habe ich mal ein Spiel gefunden, ist jetzt nicht das teuerste Game, ist so ein 5er wert circa. Aber ich fand es interessant, es gefunden zu haben. Und zwar geht es um Oddworld Adventures. Und kennt ihr vielleicht eher auf der PS1? Man spielt, wie heißt der Kollege nochmal in dem Spiel? Heißt der Odd oder... Ach, man spielt Alien, der seine Freunde quasi retten muss. Und es ist ein side-scrolliger Puzzler, sage ich mal. Denn man ist viel damit beschäftigt, Wege zu finden, um die Levels abzuschließen. Also Hebel, oder man hat mit Gegner zu tun, aber man hat keine Waffen, sondern man muss die Gegner überlisten. Was immer sehr cool bei den Spielen war, also auf der PlayStation 1 und auch hier, gibt es Tastenkombinationen, in denen man verschiedene Dinge machen kann, wie zum Beispiel Befehle geben, dass die Kollegen, die man rettet, dass sie kurz stehen bleiben oder dass sie weiterlaufen, oder man kann auch furzen. Und ja, auf jeden Fall fand ich jetzt interessant, mal mitzunehmen. Ich habe es mal angezockt, ich habe schon im Tutorial im ersten Level schon Probleme gehabt, aber wie gesagt, fand ich ganz cool, dass das dabei war. Und wie gesagt, für 35 Euro die 3 Geschichten, nehmen wir mit. Das letzte, was ich geupickt habe quasi, war ein Geschenk von Basti. Das war noch das letzte Mal, wie ich bei ihm war, wo er mir die Castlevania Disc mitgegeben hat, die ich zerbrochen habe. Hat er mir noch ein Game mitgegeben, was ich bei ihm habe rumliegen sehen. Das hat er in so einer Tauschkiste so in der Art liegen gehabt. Und ich so, ah cool, Blaster Master für den NES. Und das hat er mir dann einfach so gegeben. Und ich so, du hast mir doch schon die Castlevania. Der so, ja, aber das war quasi ein Tausch für den Advance irgendwie, auch wenn das absolut, ja, ihr wisst Bescheid. Und dann hat er gemeint, aber das ist mein Geschenk an dich. Cool, danke, Mann. Blaster Master von Sunsoft. Wer das nicht kennt, man spielt quasi den jungen Jason, der, die Story ist total perplex, im Garten spielt, irgendwie mit seinem Frosch, und im Garten steht so ein Atomfass rum,
wie wir sie alle haben im Garten. Und der Frosch berührt das Ding und fängt an zu wachsen. Und dann tut sich ein Loch auf und beide fallen rein. Dann, und man will den Frosch natürlich suchen. Und dann findet man aber erstmal einen Anzug, quasi einen Raumanzug, der wie angegossen passt. Und man findet den Norma Sophia Panzer, den man fährt. Und das Coole an dem Spiel ist, man kann mit dem Panzer springen, man kann schießen. Und was sehr, sehr cool an dem Spiel ist, man kann aussteigen. Man kann aussteigen und in kleinere Overhead-Levels dann weiter das Level erforschen und etc. etc. Ich bin noch nicht sonderlich weit in dem Spiel gekommen. Das ist auch ein Spiel, was doch viel Backtracking erfordert, um einfach dann weiterzukommen im Level. Bin da nicht so der Riesenfan von, aber ich mag dieses außergewöhnliche Spielprinzip des Games, wie gesagt, dass man in so einem Panzer rumfährt, aus dem man aussteigen kann. Finde ich einfach cool. Also, ist auch kein teures Spiel, geht zwischen 5 und 10 Euro auf dem aktuellen Markt. Aber ja, Basti, dankeschön fürs Geschenk. Sehr cool, vielleicht zocken wir das mal eines Tages zusammen. Ja? Schauen wir, wie weit wir kommen. Ja, Leute, das war's. Ich leg mich auch gleich wieder hin, ich bin hundemüde. Schön, dass ihr da gewesen seid, freut mich. Stay safe, passt auf euch auf, euer Reed.